Du bist getrennt vom Narzissten, dennoch bist du nicht wirklich von ihm getrennt. Er ist immer noch in deinem Kopf. Und ich zeige dir in diesem Video, wie du ihn da wieder rausbekommst. Hallo, ich bin Jörg von Liebesallerlei und ich helfe dir, glücklicher zu lieben. Dein Kopf ist voller Gedanken, Fragen, Vorwürfe, Zweifeln und Selbstbewertungen. Der narzisstische Partner hat dich so oft entwertet und gedemütigt, dir Schuld eingeredet und seine eigene Scham auf dich übertragen. Du erkennst den Narzissten in deinem Kopf an den kleinen und großen Entwertungen, mit denen du dir immer wieder selbst begegnest. Das können sein Entschuldigungen für dein Verhalten, wenn die Entschuldigungen eigentlich gar nicht nötig sind. Unsicherheiten, ob du oder dein Verhalten überhaupt in Ordnung sind. Es können genauso gut Abwertungen deines eigenen Körpers sein, wenn du vor dem Spiegel stehst. Oder überzogene Erwartungen an deine Kinder. Streit um Nichtigkeiten mit deinem neuen Geliebten und immer wiederkehrende Angst, verlassen werden zu können. Diese Gedanken hatte die missbräuchliche Beziehung wie ein Virus in deinen Kopf gesetzt. Du konntest nichts dagegen machen, aber jetzt kannst du was dagegen machen. Es ist erwiesen, dass Gehirne Wiederholungen gehorchen. Je häufiger du eine Aussage hörst, umso eher wirst du ihr Glauben schenken. Und das funktioniert in der Werbung genauso wie in der Partnerschaft mit dem Narzissten. In der Phase des Lovebombing hat er dir immer wieder erzählt, wie wunderbar und einzigartig du bist. Und du warst davon überzeugt, du bist die Liebe seines Lebens. Später, in der Phase der Entwertung, hat er dir immer wieder und wieder gezeigt und gesagt, dass du minderwertig, unattraktiv und seiner nicht würdig bist. So entstanden innere Stimmen, die fest in dir verankert wurden, sogenannte Introjekte. Und das ist kein Wunder, denn du unterlagst ja jahrelang seiner Gehirnwäsche. Diese Manipulationen sind umso wirkungsvoller und hartnäckiger in deinem Kopf, je häufiger sie angewandt wurden. Je länger der Narzisst seine schändlichen Taten an dir ausüben konnte, umso schlimmer. Aber womöglich war das ja nicht die einzige Beziehung, in der dies geschah. Frühere Partnerschaften, Berufssituationen und vor allem Eltern können schon lange vorher dem Narzissten den Weg bereitet haben und in emotional, physisch, sexuell oder narzisstisch-missbräuchlichen Beziehungen massiven Einfluss auf deine Seele gehabt haben. Einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Heilung ist es, diese verletzenden und bösen Introjekte wieder loszuwerden und sie durch hilfreiche, gute Überzeugungen und Gedanken zu ersetzen. Du musst die Glaubenssätze und Einschärfung deiner Kindheit und vor allem deiner letzten Beziehung loswerden. Das war Gehirnwäsche. Aber wenn du diese Stimmen loswirst, wer bist du dann? Welche Stimmen ersetzen diese Stimmen? Welche Stimme ist deine Stimme? Du musst eine neue, wohlwollende Stimme für dich entwickeln und sie der Gehirnwäsche entgegensetzen. Unterschätzt das nicht. Auch wenn sich das leicht anhört, das ist aufwendige Arbeit. Stell dir mal ein paar Fragen. Wer bist du? Was macht dich aus? Wofür stehst du? Was sind deine Werte? Das sind Fragen, auf die du nicht sofort auf die Schnelle eine Antwort geben kannst. Das entwickelt sich mit der Zeit und die Reise beginnt jetzt mit dem ersten Schritt. Wenn du erkennst, was dir wichtig ist und worauf du nicht verzichten kannst, bist du auf einem guten Weg. Wenn du mehr über Liebe und Partnerschaft wissen willst, gib mir ein Like, abonniere den Kanal und denk daran, die Glocke zu aktivieren, damit du auch über zukünftige Videos immer informiert wirst. Schau, dass du Gemeinsamkeiten in diesen bedeutsamen Dingen findest und entwickel sie für dich. Beschäftige dich mit ihnen und mach sie dir wieder zu eigen. Wenn dir Sport und soziale Kontakte wichtig sind, geh in einen Sportverein. Wenn es deine Kinder und Ruhe sind, versuche entspannte Aktivitäten mit deinen Kindern zu finden, wie Vorlesen oder gemeinsame Fantasiereisen zu erfinden. Und vielleicht magst du Spuren hinterlassen und deine Kreativität war schon früher in deinem Begleiter. Schreib ein Buch oder drück deine Gedanken und Gefühle in Gedichten aus. Male, lern ein Musikinstrument und zeige dich, entwickel dich. Verschwende deine Zeit nicht mit passiven Tätigkeiten wie Fernsehen, Social Media und Co. Hör auf, passiv zu konsumieren und Zeit totzuschlagen. Leb bewusst. Spür das Leben und deine Bedürfnisse. Wie kannst du deine Bedürfnisse wahrnehmen, wenn du sie so lange hintangestellt hast? Gerade wenn deine Beziehung mit dem narzisstischen Partner Jahre andauerte oder du davor schon missbräuchliche, dauerhafte Verbindungen als Kind oder in früheren Partnerschaften aushalten musstest, kann es echt schwierig sein, in sich hineinzuhorchen und die leise Stimme eines eigenen Bedürfnisses zu finden. Falls du aktuell kein klares Bedürfnis wahrnehmen kannst, versuch's mal andersrum. Was willst du nicht mehr in deinem Leben haben? Was belastet dich am meisten an dieser ganzen Geschichte? Zu dieser Frage haben die meisten Betroffenen eine klare Vorstellung. Schreib dir ruhig auf, was dir als Belastung einfällt. Nimm dazu dein Tagebuch, ein Notizbuch, damit du auf diese Erkenntnisse immer mal wieder zurückkommen kannst. Zu deinen Bedürfnissen kommst du jetzt durch die Frage, was du dir stattdessen wünschst. Und das formulier bitte positiv. Ich möchte nicht mehr für alles die Verantwortung tragen. Weist weniger auf ein Bedürfnis
als die Aussage, ich möchte autonom leben und entscheiden, welche Verantwortung ich tragen will. Wenn du dich weiter inspirieren möchtest, welche Bedürfnisse es sonst überhaupt noch gibt, such mal im Internet unter GFK Bedürfnisse. In der gewaltfreien Kommunikation GFK gibt es Listen mit allen möglichen Grundbedürfnissen und ich bin sicher, du findest dort den einen oder anderen Tipp. Das Erkennen deiner Bedürfnisse ist wichtig als Wegweiser für dein neues Leben und auch als Voraussetzung für das Setzen von Grenzen, einer Fähigkeit, die du für deine privaten und beruflichen Wege vielleicht neu lernen willst. Und neben deinen Bedürfnissen, die du erfüllen möchtest, bestimmen dich auch deine Werte, um die es jetzt im Folgenden gehen soll. Deine persönlichen Werte sind deine ureigenen Lebensprinzipien, deine Ideale, nach denen du strebst und leben willst. Und nur im Einklang mit deinen Werten sind psychologisch gesundes Leben und Heilwerden jetzt möglich. Spätestens wenn du zwei Idealen folgen möchtest, die nicht miteinander vereinbar sind, wirst du merken, dass dieser Konflikt dich zerreißen kann. Eine steile Karriere und aufopfernde Familienarbeit gehen schlicht nicht miteinander. Und es ist wichtig, Lösungen dafür zu entwickeln, wo du Abstriche machst, Kompromisse findest oder einzelne Bereiche delegierst. Viele Werte haben wir aus der Kindheit von den Eltern oder später als gesellschaftliche Normen übernommen. Doch einige sind Ergebnis freier Entscheidungen durch dich. Manchmal existieren auch je nach Kontext unterschiedliche Wertesysteme für denselben Menschen. Und was im Beruf wichtig ist, also zum Beispiel Leistung und Konkurrenz, kann in Familie, Liebe und Freundschaft unwichtig werden oder sogar im Gegensatz zu den dort gelebten Werten stehen. Wenn du Näheres über deine eigenen Werte erfahren möchtest, findest du auch dazu Listen im Internet. Der einfachste Weg ist, sich eine Liste auszudrücken und aus der Vielzahl der genannten Möglichkeiten der unterschiedlichen Werte die 20 rauszusuchen, die am meisten mit dir resonieren. Im nächsten Schritt nimmst du diese 20 Ideale, diese Werte und filterst dann nochmal die 10 raus, auf die du am wenigsten verzichten kannst. Letzte Aufgabe, nimm die verbleibenden 10 Werte und dampf sie auf die allerwichtigsten, absolut unverzichtbaren 5, besser noch 3 Werte auf. Und das fällt vielen schwer, doch ist genau das wichtig, um deine Essenz zu finden. Diese 3 Werte sind die unverhandelbare Basis deiner Lebensprinzipien und die dürfen als Lohn für deine Mühe Einzug in dein Tagebuch finden oder einen schönen Zettel am Kühlschrank, an deinem Computermonitor finden, wo immer du regelmäßig drauf schaust und an sie erinnert wirst. Erlaube dir, dein authentisches Ich mit deinen Werten und Bedürfnissen zu leben. Erlaube dir, nur für dich zu sein, andere nicht zu schädigen und ihnen genauso wenig gefallen zu wollen. Täglich, am besten stündlich. Okay, 5-mal am Tag ist ein guter Kompromiss. Vielleicht hilft eine kleine, unauffällige Erinnerung dir dabei. Ein schöner Stein, ein Bild, eine Achtsamkeitsglocke, damit du daran erinnert wirst. Das gibt's auch als App für dein Handy. Wenn du mehr zu Narzissmus und Partnerschaft wissen willst, schau mal hier hin.